So. Meine ist hier nämlich jetzt gleich das nächste. Ja, das sollte reichen. So. Wir bauen uns hier nämlich jetzt einen Ofen. So, den platzieren wir dann auch gleich mal schön irgendwo. Am besten hier. Und ja, wir machen uns vielleicht auch, wenn wir schon nicht genug für eine Truhe haben, machen wir uns mal eine Tür. Einfach hier zwei Dreierreihen auffüllen. Und ich traue mich jetzt hier einfach mal aufzumachen, obwohl wir mitten in der Nacht haben. Das Wichtige, die Tür sollte man nach Möglichkeit außen. Dieser Sound deutet an, dass wir in der Nähe eines Dungeons sind. Das heißt, wir sollten hier ein bisschen vorsichtig sein mit Graben. Falls wir beispielsweise auf Skelette treffen sollten, ist das ein bisschen gefährlich. Die sollten wir nach Möglichkeit umgehen. Ich mache jetzt hier nochmal auf, denn ich will nicht, dass hier direkt in der Nähe Gegner spawnen. Die spawnen nämlich nur. Die spawnen nämlich nur, wenn es dunkel ist. Deshalb habe ich hier auch gleich mal so viele Fackeln platziert. Gegner spawnen nur in der Dunkelheit. So. Und im Prinzip bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als bis auf hier abzubauen. Natürlich bleibt uns nichts anderes übrig, als auf den Tag zu warten. Ich baue hier jetzt einfach noch ein bisschen ab. Die Gegner, die hier auftauchen können, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Es gibt mehrere Gegner. Die Gegner spawnen einmal in der Nacht und in absoluter Dunkelheit. Beziehungsweise relativ absolut. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hell genau es sein muss, dass keine Gegner spawnen. Unsere erste Spitzhacke flöten. So. Bauen wir noch hier ein bisschen ab. Und hier eine Fackel noch hin. So. Auch mal ein bisschen schöner. Und wenn wir schon dabei sind, hier auch gleich noch mal neue Fackeln setzen. Und ja, also ich würde sagen, das war's fürs erste Mal. Das nächste Mal gehen wir tagsüber raus und ich zeige euch mal ein paar Sachen. Also, bis zum nächsten Mal.